So, willkommen zurück bei Mario Bros. U, hier im Limonaren Dschungel, Welt 5. Dieser Part wird ein etwas anderer, weil ich habe beim Aufnehmen geschlafen, gepennt, whatever. Und zwar habe ich vergessen, den Button zu aktivieren, der die Stimme mit aufnimmt oder der das Mikrofon aktiviert in meinem Aufnahmeprogramm. Und deshalb habe ich jetzt nur das Video, so wie es hier ist, also eine Art Gameplay und nicht ein Let's Play, so wie ich es eigentlich gerne hätte. Den ganzen Part wegschmeißen wollte ich aber auch nicht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich mache da ein kommentiertes Gameplay von. So in der Art. Oder halt ein News-Part, so wie ich das mit Mario Kart 8 oder Need for Speed immer mache. Diesmal halt nicht live gespielt, sondern nachkommentiert. Ja, also eine etwas andere Art von Video, als ihr es von mir kennt. Normalerweise hasse ich ja nachkommentieren, weil ich beim Spielen, ich bin das einfach gewohnt, dieses Zocken und spontan dabei reden, irgendwas erzählen über das Spiel, whatever. Jetzt das so nachzukommentieren und jetzt auf das Video zu schauen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Deshalb verzeiht mir, wenn der Part dieses Mal etwas mies wird. Ich hoffe zwar nicht, aber warten wir es ab. Ich werde es mir nachher nochmal angucken. Am Ende. Und ja. Dann machen wir das so in diesem Part. Ich werde euch auch ein bisschen was erzählen zu dem Spiel halt, ne? So wie wir im letzten Part nur eine Starcoin gefunden haben, beziehungsweise nur ein Level gespielt haben, zwar das Geisterhaus. Aber wie gesagt, ich hatte das Geisterhaus auch komplett anders in Erinnerung. Dass man halt durch so verschiedene Gänge rennt und da sind dann Türen und da muss man dann halt durch. Aber das war gar nicht in Mario Bros. U oder in Luigi U. Das war in Mario Bros. Wii in der fünften Welt im Geisterhaus. Da müsst ihr nochmal reinschauen in den Part. Dann wisst ihr, was ich meine. Also ich war da le im letzten Part völlig verpeilt. Weiß nicht wieso. Ja, deswegen hatte ich auch Probleme halt mit dem Starcoin finden. Secret Exit hatte ich ja nur mehr oder weniger aus Zufall gefunden. Aber wir haben ihn gefunden, zum Glück. Und somit sind wir auch weitergekommen. Das Problem ist halt, ein Level im Part ist schon ein bisschen wenig. Deswegen, ich sag's euch gleich vorweg, ich skill hier in diesem Part schon mehr. Und so als kleine Anmerkung, man möge sich mal dieses schicke Bowser-Bild im Hintergrund anschauen. Das sieht echt toll aus. Also Mario Bros. Technisch und Level Design technisch ist das echt super, das Level. Gerade mit diesem künstlerischen Hintergrund, mit dieser künstlerischen Art, auch die Röhren darzustellen, das ganze Level aufzubauen. Ist einer meiner Lieblingslevels auf jeden Fall. Ich feiere das. Ich glaube, in Luigi U seht ihr dann Bowser Jr. im Hintergrund und nicht Bowser. So wie jetzt. Und ja, da war gleich mal eine Röhre. Das sollte Secret Exit sein. Habe ich recht oder habe ich recht? Natürlich weiß ich es, ich habe es gespielt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Apropos gar nicht so lange her. Es kam ja am Wochenende keine Parts, also Sonntag und Montag. Lag einfach daran, weil ich Samstag sehr, sehr lange wach war. Und zwar hatte ich, Verzeihung, einen Aushilfsjob als Fotograf in einer Disco. Und eine Disco hat gewohnterweise eigentlich nur nachts los. Deshalb musste ich auch nachts arbeiten.
also da fotografieren. Und war dann auch dementsprechend sehr lange wach, weil ich die Fotos noch bearbeiten musste. Joa. Dann war ich Sonntag einfach mega müde und hatte irgendwie gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Und ich hatte auch keinen Part vorbereitet vorher an Mario Bros, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich machen sollte. Entweder Layers of Fear weiter oder Mario Bros. U. Und dann habe ich mich halt für Mario Bros. U entschieden. Aber keine Zeit gehabt oder keine Lust gehabt, etwas aufzunehmen. Deswegen habe ich dann halt heute den Part gemacht oder gestern. Also heute ist noch Dienstag. Ich kommentiere das heute nach. Ja, heute kam ja Part 13. Irgendwie war das auch nicht cool, Part 13 in einem Geisterhaus zu verbringen. Konnte ja nur Pech geben. Man hat es gesehen, es hat Pech gegeben. Und zwar nur ein Level mit verzweifelter Starcoin-Suche. Und ich bin gerade voll in dieses Loch gesprungen. Genau in dieses eine Loch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, okay. Das dazu. Ich hatte ja schon in Until Dawn erwähnt, dass ich ein neues Let's Play in Aussicht habe und ein neues Spiel, was ähnlich wie Until Dawn ist. Da bin ich jetzt gerade bei, mir das zu beschaffen. Sollte am Wochenende ankommen, das Spiel. Also ich habe schon für PC, aber ich spiele es lieber auf PlayStation 4, weil ich auf dem PC ein bisschen Probleme habe mit Aufnehmen. Also PC-Games aufzunehmen selber vom Bildschirm ist ein bisschen schlecht. Mit meiner Capture Card wäre es ein bisschen kompliziert. Deswegen mache ich es mir einfach, schaffe mir das Spiel für PlayStation 4 und nehme es darauf auf. Hat einfach den folgenden Vorteil, ich habe das Spiel zweimal. Na? Somit könnte ich die PlayStation 4 mitnehmen, das Spiel darauf spielen. Fertig, kann ich mit meinem PC nicht, weil der wäre ein bisschen groß dafür und ein bisschen unpraktisch. Und ja, das Spiel ist es auf jeden Fall wert, das zweimal zu besitzen für zwei verschiedene Konsolen. Ich habe ja auch schon GTA 5 für PC und PlayStation 4. Ja, das war ja eigentlich mehr oder weniger nur dafür, weil ich es für PC schon hatte. Also sowieso haben wollte. Weil es auch im Angebot war, meine ich damals bei Saturn. Deswegen habe ich mir das geholt. Und dann halt für PlayStation wusste ich nicht, was ich nehmen sollte als Spiel. Deswegen habe ich mir dann nochmal GTA 5 geholt. Joa. Deswegen besitze ich GTA 5 auch zweimal. Das werde ich mit meinem nächsten Projekt auch machen. Nur jetzt in der PlayStation 4 hole ich mir die Limited Edition. Da ist noch eine Soundtrack-CD bei und ein Artbook. Vielleicht könnte ich da ein kleines Unboxing von machen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Sollte nicht viel Besonderes bei sein. Na, ja, mal schauen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch den Namen verrate von dem Spiel. Den sollten eigentlich einige kennen. Es war offiziell ein Steam-Spiel, was in 5 Episoden rausgekommen ist. Das Spiel ist unterteilt in 5 Episoden. Auch mehr oder weniger ein Film, in dem man dann interagieren muss. Also ein interaktiver Film, halt so wie Until Dawn. Nur kein Horrorfilm, sondern ich würde es eher so einstufen als, na, sagen wir mal so, es geht da viel um Freundschaft auch. Freundschaft, Liebe, typisches Drama, denke ich. Aber ich bin mal so nett und verrate euch den Namen des Spiels. Und zwar heißt das Game Life is Strange.
Ich denke, ein paar von euch werden das Spiel kennen. Wer es nicht kennt, unbedingt anschauen. Gibt es auf Steam für 20 Euro. Ich bezahle jetzt 35 dafür. Und das ist allemal wert, auf jeden Fall. Es gibt ja noch andere Spiele in der Art, so wie Heavy Rain. Beyond Two Souls ist das andere Spiel. Das wäre so ein Multipack, Heavy Rain und Beyond Two Souls. Sind halt zwei Spiele für, ich meine, im Moment 30 Euro, 20 Euro, irgendwie sowas. Habt ihr dann halt zwei Spiele für einen Preis auf PlayStation 4. Ganz gutes Angebot. Und wer sowieso auf diese Spiele steht, also diese interaktiven Games, dieses Entscheidungen treffen, die man dann zum Teil auch nicht mehr rückgängig machen kann, so wie in Heavy Rain. Da sind die Entscheidungen einmalig. Bei Until Dawn kann man sie ja zum Teil noch rückgängig machen. Ja. Joa. Auf jeden Fall wird Life is Strange mein nächstes Projekt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Eins vorweg, die... Oder sagen wir es so, Soundtrack-technisch, musiktechnisch und grafiktechnisch ist das Spiel echt super. Also grafiktechnisch ist es kein Wunder, kein Meisterwerk. Ja. Sondern es hat eher so einen Comic-Stil. Trotzdem super gehalten. Die Atmosphäre, dieses ganze Drumherum, was passiert. Echt super. Ich weiß noch nicht genau, wann ich damit anfangen werde. Kann sein, dass ich am Wochenende schon loslege. Oder auch erst etwas später. Dass ich halt vorproduziere und dann ein paar später hochlade. Das werde ich so spontan einfach entscheiden. Also achtet auf jeden Fall mal auf meine Kanalinfo. Da werde ich das dann reinschreiben. Und... Ja. Und seid gespannt auf mein neues Projekt. Hier wollte ich jetzt übrigens, dass der oder das Demo Eye Statue runterkommt und da ein Secret ist. War aber nicht. Das ist, glaube ich, dann in Luigi U so. Aber nicht in Mario Bros. U. Es gibt ja mittlerweile dieses Bundle davon: Mario Bros. U und Luigi U. Ich habe hier einmal Mario Bros. U als CD und Luigi U als CD und noch Luigi U als Download. Das war damals das erste, was ich mir geholt habe. Als DLC praktisch. Wo ich es auch Let's Played habe, habe ich ja den DLC da genutzt. Später habe ich es mir dann nochmal auf CD geholt. Ja, und da spiele ich noch dran. Ich bin, glaube ich, in Welt 6 oder so. Komm nicht weiter. Häng fest. Ja. Aber gut. Luigi U ist halt auch schwerer als Mario Bros. U. Und in Mario Bros. U habe ich mir noch zwischendurch überlegt, dass ich auch diese Challenges mache. Die es da gibt. Also Mario Bros. Hat ja einige Challenges zu bieten. Die auch zum Teil gar nicht so leicht sind. Ich werde sie probieren. Ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert. Ja, auf jeden Fall mal abwarten. Ich werde erstmal das Let's Play beenden und dann kommen die Challenges hinterher. Mal schauen, inwieweit das funktioniert. Und jetzt muss ich mal kurz was trinken. Entschuldigung. Okay. Ich mag übrigens auch die Musik von Welt 5. Also ich kann gerade nicht entziffern, was das für Instrumente sind. Aber ich finde sie cool. Passt dazu. Die nächste Welt wird übrigens auch super. Welt 6. Sehr traditionell.
Eine Bergwelt, eine Steinwelt. Nennt es wie ihr es wollt. Auf jeden Fall bleibt Nintendo sich da treu und macht das so. Bin mal gespannt, was die nächste Generation zu bieten hat. Und ich will stark hoffen, dass für die neue Nintendo Switch, wie sie heißt, ein Mario Jump'n'Run rauskommt. Weil, Mario Bros. U war echt klasse. War ein super Spiel. Luigi U auch. Jetzt, ja gut, Mario Bros. 2 war ja für den 3DS, war jetzt nicht so Bombe. Also fand ich jetzt nicht so gut, wirklich. Aber dafür die anderen Teile. Auf der Wii, auf der Wii U. Auf dem DS, Mario Bros. DS, war ein tolles Spiel. Auf jeden Fall. Ich habe das gefeiert damals. Mega. Ja, die guten alten Retro-Zeiten. Ich fand es auch interessant, dass der Panzer über das Wasser gleitet. Aber gut. Und die Münzen kriege ich eh nicht mehr. Badum. Ja, auf jeden Fall ist der nächste Part wieder live. Part 15. Dann werde ich Iggy besiegen. Den komischen Clown. Joa, und dann geht's in Welt 6. Ich weiß nicht, ob wir es im nächsten Part schon schaffen. Wir müssen ja noch das Speziallevel machen. Von dieser Welt und das Castle. Und dann geht's weiter. Schauen, wie das so funktioniert. Ja, und die Starcoin ist auch cool. Nicht. Wenn man da nämlich jetzt rechtzeitig da drauf muss und nicht springen, genau daneben. Yeah. Und wie ihr seht, anders ist die nicht zu holen. Man muss es im ersten Mal schaffen. Danach ist der P-Switch nämlich auch weg. Ja, das Level muss man also neu spielen. Müsste ich glaube ich sowieso machen. Also gut, dass ich das nachkommentiere oder den Part sowieso schauen muss. Weil ich es ja live kommentiere halt. Ja. Deswegen als kleine Gedankenstütze, dass ich die letzte Starcoin noch holen muss. Werde ich mich dran setzen und die holen. Und dann sollten wir Welt 5 bald auch vollständig haben. Das hat nämlich ein Goodie oder ein Extra zufolge, wenn wir alle Starcoins haben und auch Mopsy gefangen haben. Jedes Mal in allen Welten. Also 8-mal gesamt geht das. Dann bekommen wir auch irgendwie eine Belohnung. Auch wenn der manchmal echt nervig ist. Es lohnt sich. Genau, jetzt könnte ich nämlich theoretisch schon nach Iggy gehen. Nein, wir sind aber gründlich. Gründlich im Wiggler, Wahnsinn. Ich glaube, so ein Level gibt es auch fast in jedem Mario Bros. Also mit so riesen Wiggler. Finde ich immer ganz cool. Eigentlich. Wo ich Wiggler besonders mochte, war in Mario Kart 7. Wenn er getroffen wurde von einem Item, ist er immer ausgetickt. Hat sich wie so ein Dampflok angehört. Fand ich mal besonders witzig. Joa. Mario Kart 8 gibt es den ja leider nicht mehr. Meine ich. Und natürlich ist da eine Ranke drin. Badum. Das war wieder ein toller Fehler von mir. Aber hey, woher soll ich wissen, dass genau da eine Ranke drin ist? Kann man nicht sehen.
Ja, deswegen habe ich mich jetzt halt extra umgebracht. Aber gut. Bin übrigens auch gespannt, was sie aus dem neuen Mario Kart 8 machen, was für Switch rauskommt. Das ist ja etwas verbessert worden. Paar neue Strecken drin, neuen Kampfmodus oder erweitert, sagen wir so. Neue Charaktere gibt es, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin sowieso generell gespannt auf die Switch, weil ja sowieso sehr, sehr viele Gerüchte darum kursieren. Also jetzt nicht mehr, weil es ist ja schon sehr, sehr vieles bekannt. Nintendo ja auch schon. Aber vorher halt, ne? Sehr, sehr viel. Ich glaube, so ein Gehai wurde zu der Wii U nicht gemacht. Da war es einfach so, ja. Konsole kann das und das, die dann rauskommen und dann mach mal. Aber jetzt so die Switch, die wird ja richtig gehypt. So, was könnte die denn so und Anforderungen und spieletechnisch und wie wird sie genau aussehen und so weiter. Aber ich glaube, das Design von der Konsole war ja sowieso schon recht früh klar. Ja. Also wo ich es dann, mein Gott, wo ich es dann am Anfang gesehen habe, dass die Konsole wirklich so aussieht wie auf den Bildern. Ich wusste erstmal nicht, was ich so denken sollte und sagen sollte. Weil ich es ja am Anfang ein bisschen merkwürdig fand vom Design her. Jetzt weiß ich aber auch, warum das Design so ist. Und ich denke, Nintendo geht da mal einen Wagenschritt mit, auf jeden Fall. Eine 2-in-1-Konsole zu entwerfen. Das Schöne ist ja, man kann seine Spiele zu Hause am Fernseher spielen. Zum Beispiel Zelda oder Mario Kart 8. Wenn man dann zu Freunden geht, nimmt man die Konsole einfach mit. Man braucht kein lästiges Stromkabel, HDMI-Kabel und was weiß ich nicht alles mitschleppen. So wie bei der Wii U oder der PlayStation zum Beispiel. Sondern nimmt einfach die Konsole mit und das war's dann. Also hat schon Vorteile. Gerade unterwegs, zu Partys, zu Freunden, whatever. Kann man hier gut mitnehmen. Jetzt kann man sich natürlich noch über den Preis streiten, den die kosten soll, ne? 330 Euro. Ja. Manche sagen, okay, ist zu hoch. Manche sagen, geht so. Ich hätte mir noch ein Spiel dabei gewünscht, wäre toll gewesen, weil die Spiele kosten im Moment bei Amazon 70 Euro. Ja, ne? Das ist das Problem daran. Okay. Das war's übrigens dann soweit mit dem Part. Sorry, der abrupte Abbruch. Aber ich sehe gerade, der Part ist gleich zu Ende. Wenn ich dann weiterlabere und der Part ist zu Ende, wäre das schlecht. Ne? Deswegen machen wir dann im Part 15 weiter von Mario Bros. Wii U. Ciao.